connected. Brüder und Schwestern, wir haben uns heute hier versammelt, um uns diese geilen Scheiben zu gönnen. Also, oh Gott, Alter. Brauchen wir einen Energy-Drink. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie die Leute, die mir auf Instagram folgen, bereits wissen, habe ich ein kleines Problem mit meinen Bremsen. Die sind, ja, belagfrei, möchte ich fast behaupten. Aber, auch wie die Leute, die mir auf Instagram folgen, bereits wissen, habe ich ein geiles Sponsoring bekommen von der Firma Motorradteile24.de. Deshalb ist das hier ein Werbevideo. Hier irgendwo da. Und zwar gab es ziemlich geile Bremsbeläge und Bremsscheiben. Sehen ziemlich geil aus. Wave-Bremsscheiben der Firma Breaking sind, ja, soweit ich weiß, die haben die erste Wave-Bremsscheibe hergestellt. Und ja, also erstmal die Optik brachial, ziemlich geil. Dazu gab es halt Bremsbeläge, das sind die P50, nennen die sich. Das sind Rennsport-Bremsbeläge, die haben allerdings eine Straßenzulassung. Deswegen darf man damit legal auf der Straße fahren. Ja, die neuen Bremsbeläge sollen halt ziemlich geil sein, sind Sinterbeläge. Sollen eine Bremsperformance-Steigerung mit sich bringen und auch in höheren Temperaturbereichen sogar noch ihre Bremsleistung steigern. Bin ich sehr gespannt, habe die jetzt für vorne und für hinten bekommen. Dann halt für hinten eine schöne Wave-Bremsscheibe und halt für vorne zwei Stück. Der Vorteil an Wave-Bremsscheiben ist halt, durch diese Waveform reinigen die Bremsbeläge, also die Bremsscheiben reinigen die Bremsbeläge so ein bisschen. Dadurch hast du natürlich auch eine verbesserte Bremsleistung. Man soll Gewicht sparen, das werde ich natürlich wiegen. Ich werde dann die originalen Bremsscheiben, die ich jetzt zurzeit noch dran habe, mal auf die Waage packen und dann die. Wie viel Gewichtsersparnis das dann bringt. Die Kühlung soll besser sein und natürlich fette Optik, ne? Also ich bin schon richtig gespannt, wie das nachher aussieht, wenn die dran sind. Sie sind vorne zumindest schwimmend, nennt sich das. Sieht man vielleicht von hinten besser. Man hat hier quasi, also der Stern in der Mitte und die eigentliche Bremsscheibe sind schwimmend miteinander verbunden. Dadurch, wenn jetzt zum Beispiel, ob man das erkennen kann, hier sind Spalte, das heißt, wenn sich das Ganze erwärmt, das sind ja unterschiedliche Materialien außen innen, die erwärmen sich unterschiedlich und dadurch kann sich das halt etwas bewegen, sag ich mal. Also quasi, es kann sich ausdehnen, ohne dass da irgendwelche Spannungen erzeugt werden, was ziemlich cool ist. Wird dazu ein Anbauvideo geben, wenn ich es hinkriege. Ich werde es auf alle Fälle versuchen. Und dann bin ich gespannt, wie die Bremsen dann funktionieren werden. Also, wenn die nur halb so gut bremsen, wie sie aussehen, dann werde ich wahrscheinlich einen Überschlag machen. Ja, ihr werdet das dann halt mitkriegen, wie die so sind, die Bremsen. Aber, naja, wie gesagt, wenn die nur halb so gut bremsen, wie sie aussehen, wird das schon eine Steigerung sein zu meinen jetzigen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank vor allem an Albert von Motorrad-Satzteile24.de. Link zu der Seite haue ich unten in die Videobeschreibung. Guckt da auf alle Fälle mal vorbei. Ist eine coole Seite. Die unterstützen YouTuber und haben auch Rennsportteams, soweit ich weiß. Fällt mir noch ein, die Firma Breaking, die hat wohl auch mehrere WM-Titel. Also, ich weiß es gar nicht, 50 oder so. Irgendwie sowas hatte ich gelesen. Also mehrere WM-Titel wurden mit Breaking-Bremsen gewonnen. Was ziemlich krass ist. Ich habe vorher von der Firma noch nie was gehört. Aber anscheinend machen die geile Bremsen.
Jedenfalls schaut bei moderatersatzteile24.de vorbei und ja, lasst mal einen Gruß da. Die haben auch eine Instagram-Seite und so, sind echt coole Leute. Ich war da, hab die selber abgeholt, hab eine leckere Clubmate bekommen und ich glaube 2,5 Stunden haben wir da nur gequatscht. Wirklich geile Leute, ich werde öfters mal dran, vorbeifahren bei denen und ja, Grüße gehen raus, wie gesagt, an Albert und den Rest vom Team. Und ja, vielen Dank für diesen geilen Scheiß. Und das Geile an so einem Sponsoring ist ja auch nicht nur, dass ich geilen Scheiß kriege und ihr Videos darüber, sondern ich kann auch das Geld, was ich sonst normalerweise dafür ausgegeben hätte, in anderes Zeug investieren. Wie zum Beispiel jetzt eine neue Kamera. Ich habe mir jetzt die GoPro Hero 5 Session gekauft, quasi um die Qualität der Videos halt noch ein bisschen zu steigern. Und das ist ja natürlich auch wieder ein Vorteil für euch, dass ihr noch coolere Videos kriegt, weil die hat jetzt einen Bildstabilisator. Ich werde damit wieder viel rumprobieren und mal gucken, ja, wie sehr ich die Qualität der Videos steigern kann. Mal sehen, vielleicht kriegen wir auch damit einen besseren Motorsound hin, weil das Zener 30K ja ganz schön den Motorsound wegfiltert. Was natürlich die Sprachqualität wieder steigert, aber Motorsound wäre natürlich auch nicht schlecht ein bisschen. Aber gucken, wie sich das realisieren lässt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich mega. Ja, und das soll es jetzt auch schon für dieses Video gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Videos zum Anbau und zum, ja, zu den Bremsen, wie gut die sind und so sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Das haben natürlich einige schon von euch gemacht. Ich habe das ja letztens unter den Videos gelesen. Vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr so treue Zuschauer seid. Und ja, ihr habt natürlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, um mir solche Sponsorings hier zu ermöglichen, weil ihr halt einfach eine geile Community seid. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, da kriegt ihr immer die neuesten Sachen zu sehen. Wenn solche Sachen wie so ein Sponsoring oder irgendwelche, ich habe mir jetzt auch für einen Ölwechsel, das habe ich alles auf Instagram gepostet in der Story und es gibt Fotos da und ja, jedenfalls erfahrt ihr auf Instagram, da bin ich immer sehr aktiv, erfahrt ihr immer die neuesten Sachen. Ihr könnt mich da auch Fotos markieren. Die bearbeite ich dann, wenn sie ganz cool sind und poste sie dann bei mir und markiere euch da drauf. Bla bla bla. Die Leute, die wissen, wie Instagram funktioniert, die wissen das und haben mich da wahrscheinlich auch schon da abonniert. Ja, solltet ihr tun auf jeden Fall. Und dann soll es das für dieses Video gewesen sein. Haut rein, grüßt die Enten und tschüssi. We'll be right back.